Hallo, herzlich willkommen zum Podcast Hochsensibel au ja. Der Podcast für ein Ja zu dir und ein Ja zum Leben. Mein Name ist Stefanie und ich freue mich sehr, dass du eingeschaltet hast. Heute geht es um das spannende Thema, wie wir mit unseren Wahrnehmungsfähigkeiten, mit unserer Feinsinnigkeit die Corona-Zeit mit all ihren Herausforderungen für uns bietet und wie wir dann auch gut damit umgehen können, wie wir vielleicht auch daran wachsen können. Für mich war diese Zeit zum Beispiel eine besondere Herausforderung in Sachen Toleranz, Akzeptanz. Ich habe früher immer schon gedacht, ich bin sehr tolerant, aber es ist mir am Anfang sehr, sehr schwer gefallen, zu akzeptieren, zu sehen, dass so viele Menschen mir erzählt haben, sie hätten gar keine Angst, weder vor der Krankheit noch vor den Maßnahmen, wirtschaftlichen Auswirkungen oder vor Ansteckung. Und ich konnte diese Angst aber spüren im Gegenüber ganz oft. Ich konnte es wahrnehmen. Und du kennst das vielleicht, wenn du etwas wahrnimmst und der andere sagt aber was ganz anderes. Also wenn zum Beispiel jemand sagt, er ist glücklich, aber du spürst, dass da auch noch eine Wut dabei ist zum Beispiel oder Traurigkeit oder Anspannung. Und ich war dann oft verwirrt, habe dann aber in diesem Falle manchmal auch einfach gefragt, ja, ist das wirklich so? Und zum Teil bin ich da mit Einzelnen auch ganz gut ins Gespräch gekommen. Also das ist auch eine Idee, darauf zu reagieren, wenn dann Ungleichgewicht herrscht zwischen dem, was ich wahrnehme und was mir das Gegenüber sagt. Dann kann ich nachfragen. Natürlich haben dann auch einige weiterhin einfach gesagt, nee, das wäre so. Sie hätten gar keine Angst. Und zusätzlich habe ich aber auch noch gesehen, dass sie in einigen Bereichen aber auch aus Angst gehandelt haben. Dass es also klar war, dass dieses Bewusstsein über sich selbst bei vielen Menschen gar nicht vorhanden war oder ganz wenig vorhanden war. Und es fiel mir ganz schwer, damit umzugehen, wenn mir immer jemand gesagt hat, ich habe überhaupt gar keine Angst, aber ich habe doch mal lieber ein paar Vorräte im Keller. Oder wollten ihr Eigentum absichern und manche trotzdem zum Beispiel niemand sehen wollte, weder drin noch draußen. Und ich konnte das aber zum Glück nach kurzer Zeit zu mir nehmen als Schwierigkeit, die ich nämlich habe oder mehr hatte zum Glück mittlerweile, jeden Menschen wirklich da zu lassen, wo er oder sie steht. Es war mein Schmerz. Ich habe mir gewünscht, dass alle Menschen ganz bewusst auch über ihre Ängste sprechen können. Und das ist aber nicht der Fall oder nicht so der Fall, wie ich es mir gewünscht hätte. Das hat in mir einen Schmerz erzeugt, weil ich damit eine Geschichte habe, dass jemand unbewusst über sich selbst ist und weil ich mir einen Austausch mit anderen in großer Ehrlichkeit und Offenheit gewünscht habe. Und als mir das über mich selbst bewusst geworden ist, ja, dass es mein Schmerz ist, die anderen da nicht so zu lassen, wo sie gerade standen, konnte ich mich meinem Schmerz widmen, konnte das fühlen und alleine dadurch auch Stück für Stück mehr loslassen. Und ich glaube, in diesem Jahr hat wahrscheinlich jede ganz persönliche Erfahrung gemacht mit Grenzen, ist an eigene Grenzen gestoßen, mit der Chance, diese zu erweitern. Oder auch zu lösen. Und das ist jetzt meine erste Inspiration heute für dich. Wenn du dich durch diese ganzen
Ereignisse, Begebenheiten, besonders auch von einzelnen Personen, getriggert fühlst oder emotional eben stark reagierst mit Wut, mit Angst, vielleicht auch Traurigkeit, dann schau doch mal dahin, was es mit dir zu tun hat. Es gibt immer in uns eine Resonanz. Es gibt, so wie ich es festgestellt habe, immer ein Thema, was ich sowieso schon habe mit ähnlichen Situationen. Und es birgt dann auch die Chance, das sich genau anzugucken, zu fühlen meistens auch und auch dann meine Sichtweise zu ändern oder mein Verhalten zu ändern. Es ist eine Chance für Wachstum. Und darüber berichtet auch unsere Interviewpartnerin Victoria Saval mit vielen inspirierenden Beispielen. Und da freue ich mich sehr, dass Victoria sich zum Interview bereit erklärt hat, ihre ganz persönlichen Erfahrungen und Tipps in großer Offenheit mit uns teilt. Ich wünsche dir jetzt viel Inspiration bei diesem Gespräch. Hallo, ich begrüße heute ganz herzlich Victoria Saval im Gespräch, im Interview und sag erstmal hallo, Victoria. Ich grüße dich, Stefanie. Hi. Sehr schön. Ich freue mich sehr, dass du Zeit gefunden hast. Und zwar haben wir uns kennengelernt. Du hast mich angeschrieben, weil du auch selbst hochsensibel bist, auch ja. Interviews machst mit Menschen, die in diesem Rahmen Angebote machen. Und jetzt hatte ich gesehen, dass du bei Instagram mehrere Posting hattest zum Thema auch Maske tragen. Und da wir als hochsensible, feinsinnige Menschen auch in diesen Corona-Zeiten besondere Herausforderungen haben, wollte ich gerne mit dir darüber ins Gespräch gehen. Aber kannst du dich kurz für die Hörer einmal vorstellen, die dich nicht kennen? Ja, gerne doch. Danke für die Einleitung. Genau, ich habe dich ja angeschrieben und du warst auch bereit, dich interviewen zu lassen, denn ich mag spannende Menschen und die auch eine Message nach außen teilen wollen. Und gerade sind es eben hochsensible Menschen, die ich gerne interview und damit beschäftige ich mich einfach. Und mich freut, dass dich das Bild inspiriert hat mit der Maske, dass du dann auch kommentiert hast. Das ist ja durch einen Zufall entstanden. Das war ja mehr eigentlich eine Lichtprobe, ob dort in der Gasse fotografiert werden kann. Und da war halt die Maske auf in Frankfurt. Und ja, das ging dann auch in die weite Welt auf Instagram. Wunderbar. Ja, du arbeitest ja auch als Model oder bietest das an neben deinem YouTube-Kanal. Übrigens, da habe ich auch schon mal ein Video von dir geteilt, was mich damals sehr berührt hat, wie du diese Aufnahmen im Wald gemacht hast. Ja. Und auch, was dir das bringt. Also es lohnt sich auf jeden Fall, da reinzugucken. Und jetzt, genau, wollte ich gerne mal drauf eingehen, dieses Maske tragen. Du hattest ja auch Text dazu geschrieben. Kannst du das mal für dich erläutern, erklären uns, was das so mit dir macht oder was so der Antrieb war, auch darüber zu schreiben? Ja, also es sind aktuell 2 Bilder dort zu sehen und da schreibe ich einfach darüber, dass ich mit, also ganz bewusst diese medizinischen Masken trage, die ja zu keinem einzigen Outfit passen. Also das ist ja kein Hingucker, mittlerweile ja völlig normal und da betone ich einfach nochmal, dass ich mit dieser Geste, mit dieser Haltung für mich aktuell einfach mir in Erinnerung ja bringen möchte, dass es auch eine Zeit vor Corona gab und auch dass ja, ich ein bisschen entgegengesetzt diesem Trend der Designermasken gehe, dass man irgendwie einen Schönheitstrend daraus macht, weil eben so viel Unschönes gleichzeitig passiert. Und ich stehe in diesem innerlichen Konflikt und dachte, komm, haust du einfach mal was Philosophisches dazu raus. Ne? Man kann ja auch das Texte schreiben dabei üben. Das stimmt. Und wie ist das für dich, wenn du jetzt mit der Maske, wenn du die länger aufsetzen musst, ich weiß nicht, was für Zusammenhängen du dich bewegst, ob du eben auch immer mal wieder Zeiten hast, wo du wirklich lange die Maske aufhast. Also was macht das sonst noch so mit dir? Ja,
Da dann zu den Rahmenbedingungen. Also ich bin im Alltag manchmal in Frankfurt am Main unterwegs und benutze dann ab und zu die S-Bahn. Manchmal fahre ich auch mit dem Auto, aber rein vom Ding her trage ich schon in den öffentlichen Verkehrsmitteln in Frankfurt auf der Straße dann ja auch und in den Gebäuden diese Maske. Und ich habe jetzt kein Leidensbild oder so. Dadurch, dass ich sehr sensibel bin, auch fürs Kollektivbild, bin ich mehr so. Gucke ich mir das Ganze immer, ich sage immer ganz gerne aus der Weltraumperspektive an und bin sehr affin dafür und muss halt ganz oft in den Wald, um das auch Hand zu haben und damit umgehen zu können. Und was ich gemerkt habe, ist, dass dieses Jahr für uns alle eine große Veränderung eingetreten ist und auch ein Stück weit die Gesellschaft gespalten worden ist. Und das habe ich einfach stark wahrgenommen. Ja, und zu den Rahmenbedingungen, also ich werde jetzt hier keine Meinung äußern zu den Maßnahmen. Ich denke, da kann jeder seine eigene Meinung zu haben. Ich kann einfach nur das kundtun, was ich beobachtet habe, auch mit der mit der Hellsinnigkeit und mit der, ja, mit den feinfühligen fünf Sinnen, die ich habe. Und ja, und habe das auch, als du mich gefragt hast, ob ich mit dir ins Interview gehen möchte, da habe ich gesagt, ja, kann ich machen. Ich möchte aber dann auch ganz klar darauf hinweisen, dass es da einen Unterschied gibt zwischen meinem Verhalten, das schon immer so war, und das neu ist. Und einer der ersten Sachen, die mir auffiel, ist, dass ich teilweise einige Verhaltensregeln beziehungsweise Attitudes, Manners hatte, wie zum Beispiel Türklinken. Ich habe schon immer Türklinken gemieden. Jetzt auf einmal machen das so viele. Für mich ist das schon normal, seitdem ich klein bin. Ich meide Türklinken, die da mit der direkten Hand so anzufassen. Und jetzt machen es eben so viele. Ich musste dabei dann auch schmunzeln, weil ich halt immer von klein auf mir vorgestellt habe, wie viele Krankheitserreger da dran sind und wer sich alles nicht die Hand wäscht. Und wenn man dann auch noch ein bisschen hellsinnig ist, kann man unterscheiden, wer die Hände gewaschen hat und wer nicht. Also habe ich die Türklinke erst gar nicht angefasst, beziehungsweise immer irgendeinen Stoff genommen. Und heutzutage kann ich das halt ganz offen ausleben und werde überhaupt nicht schief angeguckt, weil es viele machen. Weil es viele So. machen, ne? Genau. So, es ist auf einmal normal geworden. Das finde ich ziemlich lustig. Also ich könnt jetzt hier wehleidig darüber reden, wie die Wirtschaft auch kaputt geht. Ja, dass ich nehme auch sehr viel Schmerz wahr. Ich weiß noch, als in Frankfurt jetzt vor ein paar Wochen Maskenpflicht auf der Straße eingeführt worden ist, das war im Solarplexus-Bereich so ein Schmerz und so ein Druck teilweise, was natürlich dann auch nicht jeder verstanden hat, dass ich Gott sei Dank dann die Möglichkeit hatte, auch im Homeoffice von zu Hause zu arbeiten, weil ich gesagt habe, die ersten paar Tage, ich gehe da nicht nach Frankfurt. Irgendwie, ich habe erst mal gewartet, so als ob sich Frankfurt ein bisschen daran gewöhnt hat und dann konnte ich da wieder rein und meine Einstellung hat dann auch gepasst. Also das habe ich ganz stark wahrgenommen. Das heißt, du hast da eben auch eine Lösung, eine gute Lösung für dich gefunden. Darum geht es ja auch, dass wir Dinge zum Teil eben sehr intensiv wahrnehmen, eben auch noch Schwingung, Energie, die in der Luft hängt. Mir ist das auch so gegangen, gerade beim ersten Lockdown, wo ich dachte, mein Gott, hier hängt so eine Schwere in der Luft, so viel Angst und Rückzug und Druck, dass ich auch immer dachte, boah, ich brauche einen Ausgleich. Da bin ich auch extrem viel rausgegangen in den Wald, was mir geholfen hat. Und du hast eben für dich da auch die Möglichkeit gefunden im Homeoffice. Da war dein Arbeitgeber dann gleich mit einverstanden. Genau. Also ja, da bin ich auch wirklich dankbar drum, dass ich da diese Flexibilität habe und das dann auch gestalten zu können. Ich vermisse jedoch auch schon die Menschen und dann kommen wir auch zu dem Punkt, dass obgleich ich intuitiv schon immer viel Distanz zu Menschen gehalten habe, einfach weil ich deren Aura manchmal nicht spüren wollte, schon gar nicht da eintreten wollte, jetzt großartig, fehlen mir die wirklich schon. Also ich bin ja noch nicht so lange mit dem Thema Hochsensibilität unterwegs und gehe da auch gut mit mir um. Das hast du ja auch jetzt mitbekommen. Und seitdem ich da gut mit mir umgehe, merke ich auch, dass ich teilweise in der Vergangenheit auch in eigenen selbstgemachten kleinen Mini-Lockdowns war, dass ich teilweise gar nicht rausgegangen bin in der Vergangenheit. Und jetzt, in diesem zweiten Lockdown Soft,
jetzt, da ich nicht mehr rausgehen kann, darf, weil teilweise gar nichts geöffnet hat und wir diese ganzen, ja, Corona-Maßnahmen haben, denke ich so, mein Gott, was habe ich die letzten paar Jahre verpasst? Und auf einmal weiß ich zu schätzen, was jetzt gerade alles geschlossen ist. Also ich kann jetzt nicht einfach mal ins Kino gehen, ins Restaurant gehen und auf einmal vermisse ich die Menschenmassen, obwohl die mir doch jahrelang immer so viel, naja, Reize beschert haben. Ja. Und das ist so ein großes Lessons learned, eine große Lernerkenntnis für mich. Oh mein Gott, wenn das vorbei ist, dann gehe ich unter die Menschen und ich lerne lieber mit meiner Überreizung als ja, sehr empfindliche, wahrnehmende Person damit umzugehen, weiß dann zu schätzen, dass dann die Menschen vor der alten Oper in Frankfurt tanzen, sich umarmen. Und auf einmal denke ich mir so, warum war ich so selten vor Corona da draußen, weil ich mich eben, das hast du ja auch mal gesagt, dass sich viele Hochsensible erstmal zurückziehen, weil sie gar nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen. Da war, bin ich ja auch. Und das ist so eine große Baustelle, die ich beenden möchte jetzt in der Corona-Zeit, dass ich jeden Menschenkontakt da draußen zu schätzen weiß, zu Gänze. Wird wahrscheinlich nichts daran ändern, dass ich auf einer Party trotzdem um 12 Uhr schon, ja, schlafend da liege. Aber trotzdem, die Zeit vorher will ich dann in Gänze genießen und sagen, ja, die Reize nehme ich jetzt auf und handhabe die. Ja. So, da will ich hinkommen. Das ist noch ein Weg. Aber jetzt habe ich diese, nee, nicht aber, sondern und jetzt habe ich diese, ja, ich habe es erlebt, was es bedeutet, diese Möglichkeit nicht zu haben. Und das macht mir auch Angst. Und was auch ganz lustig ist, während des ersten Lockdowns habe ich im Wald mit der Angst gesprochen, also gezielt mal mit eine halbe Stunde lang mit der Angst gesprochen. Und dann kam zurück, dass die Angst selber Angst hat vor den ganzen Sachen, die da gerade in der Welt passieren. Habe ich übrigens von mehreren gehört, dass die das Feedback bekommen haben von der Angst direkt. Mit der Angst in Kontakt zu gehen. Also ja. Was ich ganz toll finde bei dir, dass du das jetzt so bewusst wahrnimmst und auch dadurch, dass du jetzt sagst, du hast dich entschieden, ja, du möchtest gerne wieder Menschenmassen erleben und bist ja. jetzt bereit, dich diesem Thema ja. zu stellen. Ja. Und ich vermute mal, und da würde ich, bin ich gespannt irgendwann mal über die Rückmeldung von dir, ich vermute mal dadurch, dass du da Widerstand loslässt. Du sagst, okay, ich bin jetzt bereit, ich akzeptiere Menschenmassen, ich bin jetzt bereit, weil ich sehe, dass letztendlich doch für mich das eine Qualität hat. Dass ich mir sehr gut vorstellen kann, dass dadurch auch weniger diese Überreizungssymptome auftreten. Also es war bei mir der Fall. Diese Akzeptanz zu sagen, weil ich vorher immer so im Widerstand war mit dem, was da ist. Nein, ich will nicht, dass hier so viel los ist. Ich will nicht, dass ja. es so laut ist. Und das hat sich sehr geändert, immer in dem Moment, wenn ich sagen konnte, okay, ist jetzt so, ich gehe jetzt hier durch und ja. ich weiß, ich werde es überleben und es wird auch wieder vorbei. Und oft war es dann einfach okay auch. Was mir eben auch noch einfiel als Hilfe, wenn auch wir viel so aus der Luft aufnehmen und die Energie, die, sag ich mal, hier über einer Stadt ist oder in der Umgebung, wo wir leben, das war für mich ganz hilfreich, als ich dann im Wald war, gerade im ersten Lockdown und da ein paar Mal auch mich so auf den Boden gelegt habe und immer gesagt habe, so, was ist denn hier jetzt für eine Energie? Und auch Fragen gestellt habe, ja. Ja. Was ist jetzt hier für eine Bedrohung gerade? Und es kam damals auch für mich immer die Botschaft, nee, es ist alles okay, die Erde, ne, der geht gut und ich kann da ins Vertrauen gehen und es wird auch alles gut. Das hat mir extrem geholfen. Das heißt, wir sind ja nicht nur in der Lage, diese drückende, ängstigende Energie wahrzunehmen, die vielleicht auch dort ist, wo Menschen sind und die sich jetzt mit dieser Thematik Corona beschäftigen, sondern wir sind ja gleichzeitig in der Lage, auch diese heilsamen, diese hochschwingenden, diese positiven Energien zum Beispiel im Wald wahrzunehmen oder da, ja. wo eben andere Informationen jetzt auch gespeichert ja. sind, ne? Ja, wir können, wenn wir uns dazu entscheiden, das war bei mir so eine Sache, zu sagen, so, ich gehe jetzt in den Wald. Ja, das ist jetzt dieser Aufwand, in den Wald zu gehen. Dann zu sagen, ich bleibe nicht nur in der Stadt oder nicht nur in meiner Wohnung, sondern ja,
ich verlasse das Haus und gehe raus. Das ist auch nicht so einfach, wenn du überladen wirst mit dieser gerade auch sehr viel Angst und Unsicherheit. Ja. Das Thema Umgang mit Veränderung. Also jetzt nach diesem Gespräch steht auch für mich dann auf dem Plan, auch in den Wald zu gehen. Und das mache ich dann auch. Mhm. Na? Wobei allein ist das natürlich nochmal noch qualitativer als mit einer Freundin oder einem Bekannten. Ja, also da stimme ich dir vollkommen zu. Wir können beides wahrnehmen, wenn wir sagen, wir wollen auch das, ja. Das Schöne wahrnehmen, ne? Ja, was ist hier schön und nicht schön? Einfach nur, sag ich mal, das natürliche Wahrnehmen, ja. Wahrnehmen im Wald, ne? Dankeschön. Genau. Ja, das ist ja. Ein guter Hinweis. Ja. Ich habe auch eine Freundin, die hat mir im Gespräch erzählt, was ihr immer wieder sehr geholfen hat jetzt in dieser Zeit von diesen Wahrnehmen, die sie so erdrückt haben. Sie hat viel so diese Witzbilder sich angeguckt, Humor. Es gibt ja auch viele Satiriker, die Videos hochgeladen haben. Die hat sehr viel sich bewusst dafür entschieden, sich diese Dinge anzugucken. Und das hat ihr auch sehr geholfen, einfach auch wieder einen anderen Fokus zu bekommen, ja? Nicht mehr so da drin stecken zu bleiben. Also, dass wir das wahrnehmen, ist in Ordnung. Aber wir müssen nicht da haften bleiben, sondern es ist eine Art von Wahrnehmung. Und gleichzeitig nehmen wir ja noch ganz viele andere Dinge am Tag wahr. Und ich kenne das von mir, dass wenn etwas mich belastet, dass ich dazu immer wieder dann auch geneigt habe oder auch neige manchmal, dort kleben zu bleiben. Das hatte ich jetzt auch letztens, als dieser zweite Lockdown, die Lockdown Light kam, die zweite Variante zusammen mit den US-Präsidentschaftswahlen. In der Zeit habe ich Nachrichten geguckt und zwar täglich. Einerseits, weil ich dachte, wäre schon spannend zu wissen, dass was da gerade passiert, auch im politischen Rahmen. Andererseits habe ich ganz stark gemerkt, wie mich das runtergezogen hat und ich da erstmal wieder rauskommen musste und gesagt habe, jetzt weißt du aber genug, jetzt fragst du andere, was da passiert, du musst da raus. Also dann wieder aufgehört habe, täglich die Nachrichten zu konsumieren und gesagt habe, stopp, das tut dir gerade überhaupt nicht gut. Ich denke, dass jeder von uns in seinem eigenen kleinen Rahmen dann auch wirken kann, also mit sich gut umgeht und dann auch, ja, die neue Netiquette, das ist jetzt ja das Tragen der Maske, egal wo ich hingehe, in Frankfurt sogar auf der Straße, musst du diese Maske tragen, beziehungsweise selbst wenn ich nicht müsste, sage ich ganz offen, würde ich es auch freiwillig machen, um den anderen irgendwie ein Stück weit die Angst zu nehmen, einfach damit ich die nicht spüren muss aus purem Egoismus. Und was ich auch wahrnehme, ist, dass diese Etikette bedarf ja mittlerweile, wenn du einen Raum betrittst, du hast erstmal diese Maske auf, mit Sicherheitsabstand etc. pp. Was ich immer wahrnehme, ist die Unsicherheit der Menschen und die Angst der Menschen. Sehr stark. Und indem ich einfach diese Maske anziehe, dennoch aber trotzdem lächelt, das Lächeln, das sieht man ja trotzdem, auch wenn die Maske auf ist. Ja, das stimmt. Und in dem Moment dann meinem Gegenüber den Respekt zeige und dadurch ein bisschen mehr Freundlichkeit in dem Ganzen ist und weniger Angst. Da habe ich gemerkt, das erfreut mich, wenn ich das mache. So, das heißt, ich nehme zwar diese Spaltung der Gesellschaft wahr, dass einerseits da die ängstlichen Menschen sind, die wirklich Angst vor dem Virus, Angst um ihre Gesundheit haben und dann andererseits die Menschen, die sagen, sagt mal, habt ihr es noch alle, was ja gesellschaftlich, politisch passiert mit dem Infektionsschutzgesetz, also sehr extrem sich dann alles spaltet und ich bin halt dazwischen und ich versuche gar nicht in diese extremen Seiten zu gehen, sondern ich denke, okay, jeder hat gerade auf seine eigenen Berechtigungsgründe für diese Wahrnehmung. Und je nachdem, wo ich gerade bin, ich habe dann ja meist mit den unterschiedlichsten Menschen zu tun, denke ich, okay, was kann ich tun, um dem Gegenüber einfach eine angenehmere Atmosphäre zu schaffen? Ich weiß, ich bin nicht verantwortlich für die. In dem Moment, in dem ich mit denen zu tun habe, kann ich denen aber den Respekt erweisen und einfach, ja, für eine etwas harmonischere Atmosphäre sorgen. Ich weiß, da muss man aufpassen, vor allem als Hochsensibler, dass man sich da nicht zu sehr verliert. Aber rein vom Ding her, da habe ich gemerkt, da kann ich wirken. Ja, das, was mir auffällt bei dem, was du erzählt, ist dieser Hinweis, du spürst, dass das für dich auch sich richtig anfühlt. Weil du erlebst im Gegenüber diese Entspannung. Du siehst durch dieses Lächeln auch und durch diesen Respekt für dich, die Maske zu tragen. Und ich glaube, das ist der entscheidende Punkt.
dass wir noch mehr aufgefordert sind, so erlebe ich das. Wir sind noch mehr aufgefordert, wirklich auf uns zu hören, uns ernst zu nehmen, was wirklich zu uns passt, was stimmig ist und wie wir auch damit umgehen wollen, was jetzt für uns passend ist. Und bei mir ist es zum Beispiel so, ich hatte eine Maskenbefreiung bekommen, schon ganz am Anfang aus gesundheitlichen Gründen und habe eben auch gemerkt, dass es jetzt gerade durch diesen zweiten Lockdown schwieriger geworden ist. Also ich habe dann damit zu tun gehabt, dass die Menschen mich angucken ganz oft und auch ansprechen zum Teil, ja? Ja. Und dann, aber ich habe dann auch dadurch irgendwann realisiert, okay, ich kann nicht so lange so eine Maske tragen, aber es gibt zum Beispiel auch so Tücher, die ich immer in meiner Tasche, auf jeden Fall, wo ich von unten das Gefühl habe, da kriege ich noch Luft und ja, kann die dann aufsetzen. Weise die Menschen gleich darauf hin, als ich sage, ich habe so eine Bescheinigung und wenn die dann sagen, das geht nicht, dann sage ich, okay, dann kann ich jetzt aber auch hier kurz mal so ein Tuch tragen und versuche dadurch auch diese Balance zu finden, genau zwischen dem, was für mich richtig ist und auch, wenn ich in Kontakt mit anderen bin, da die Gemeinsamkeiten auch zu finden. Ne? Da hast du bestimmt auch einige spannende Erfahrungen sammeln können, wenn du ohne Maske dann zu diesen Zeiten draußen unterwegs bist. Du hast das vorhin ganz schön gut zusammengefasst, dass also ich dann durchs Tragen der Maske Entspannung im Gegenüber bewirke. Ja, das hast du sehr gut zusammengefasst, ja. Mhm. Ist es auch unterm Strich. Ja. Ich habe überhaupt keine schlechten Erfahrungen gemacht dadurch, dass wenn ich ohne Maske irgendwo hineingegangen bin, gar nicht. Ganz erstaunlich. Also ich habe auch niemand, der mich da kritisiert hat oder angegriffen hat. Und ich weiß aber von dem Mann einer Freundin, dass der das ein paar Mal erlebt hat. Auch so ein aggressives Verhalten. Oder ich habe das so für mich interpretiert, dass ich innerlich mich damit wirklich auseinandergesetzt habe und auch für mich das geklärt habe. Also meine innere Haltung war ganz klar. Ich schaffe das nicht so lange unter so einer Maske, aber ich bin bereit, Kompromisse zu machen. Und ich informiere die Menschen. So, ja, ich bin in keiner Angriffshaltung, sondern ich bin klar mit dem, was ich da möchte. Und ich glaube, das macht den Unterschied, weil dieser Mann, der war wirklich auch ein bisschen auf Krawall gebürstet. Ja, der hat das total abgelehnt jetzt alles so. Und von daher hat der auch Aggression zurückgekriegt. Mhm. Ja? Mhm. Ja, die innere Haltung, was strahlst du aus, was ziehst du an? Ja? Ist immer dasselbe am Ende des Tages, egal was für Rahmenbedingungen drumherum sind. Ja, auf jeden Fall. Ja. Was gab es noch bei dir, etwas, was du gemerkt hast in dieser Zeit, was dich sehr beschäftigt hat? Wie schnell ich mich an diese Maske gewöhnt habe. Ich muss sie nicht den ganzen Tag tragen. Jedoch, wenn ich unterwegs bin, auch im Büro ab und zu dann oder beim Einkaufen, und dann lasse ich die halt einfach auf und merke eine halbe Stunde später erst, dass ich sie immer noch auf habe. Also das heißt, ich kann da durch die medizinischen auch recht gut atmen. Mhm. Und dachte sogar jetzt in den letzten paar Tagen, seitdem es auch wieder kälter ist, auch mal zwischendurch so, ach, ist das angenehm warm. So. Also, dass ich auch dachte so, ach, so schlimm sind die ja gar nicht. Und als ich diese Erfahrung gemacht habe, kam auch die Motivation, das Bild zu posten mit der Maske auf Instagram, weil ich dachte so, oh mein Gott, Victoria, erinnere dich daran, es gab auch eine Zeit vor den Masken, du gewöhnst dich zu schnell an diese Dinger. So. Ja. Das ist einfach nur wie so ein Mahnmal, das kann ja jeder interpretieren, wie er möchte. Ich habe mich so schnell an die gewöhnt, dass ich dachte, Himmel, Herr, je, ich bin eine kleine Philosophin, und dann ratterte mein Kopf los. Und was ich noch wahrgenommen habe, ist, wie viel Lippenstift ich eigentlich benutze dieses Jahr. Generell, die Masken sehen von innen aus nach ein paar Stunden teilweise, dass ich an manchen Tagen sage, du brauchst gar keinen Lippenstift, wofür denn, du saust sonst nur die nächste Maske wieder ein. Ja, ja. Das sieht man also, ja so dann sowieso nicht, ne? Stimmt. Also, was ich auch ganz stark wahrnehme, ist, dass ich mich immer wieder darauf fokussieren muss, was ist der Rahmen, in dem ich wirken kann? Wie kann ich das auch irgendwie einfach in einen positiven Rahmen gestalten? Also 2020 war auch für mich anstrengend, klar. Ich meine, für jeden, für viele.
Das ist wie ein Stück weit auch Selbstmanipulation. Das ist ja auch das, was in dieser Persönlichkeitsentwicklung gemacht wird, dass du dich selbst affirmierst und sagst, dich juckt die Maske jetzt eigentlich nicht so dolle, trag sie dann jetzt in deinen Worten, erzeugst du diese Entspannung und es wird angenehmer für alle ein bisschen und das wird irgendwann hoffentlich ein Ende haben, vielleicht auch nicht, aber dennoch, hab Urvertrauen. Und Ende letzten Jahres und dieses Jahr habe ich gigantische Erfahrungen mit dem Urvertrauen gemacht, auch mit den Rauhnächten. Und da ist so viel Vertrauen in das höhere Bild, ja, in dieser absoluten Metaebene, dass ich sage, und da halte ich dran fest. Und auch wenn es das ganze spirituelle, hellsinnige, höhere Dimension, selbst wenn es das überhaupt gar nicht gibt, aber ich dennoch dadurch gestärkt durch die ganze Zeit durchgehe, dann hat sich das schon gelohnt. Und diese Haltung aufrecht zu erhalten, das ist ein Punkt, das kann ich jedem Hochsensiblen nur empfehlen. Und ja, du beschäftigst dich ja auch mit der Hellsinnigkeit. Und ich denke, das ist auch ein riesen ein Vorteil für den Selbstschutz auch an erster Stelle. Um dann im eigenen Kreise, ja, ich sage mal gerne, friedvoll wirken zu können. Ja, wunderschön. Vielen Dank. Das ist jetzt ganz spannend mit dem Vertrauen. Ich glaube, das ist das, was wir momentan eben am allermeisten gebrauchen können, weil wir so verunsichert sind durch alles Mögliche, was da draußen passiert ist jetzt in diesem Jahr. Und eben auch diese Hoffnung zu haben, weil wir haben ja auch alle gehört, nicht nur diese fürchterlichen, schrecklichen Nachrichten, sondern wir haben auch alle davon gehört, dass es so eine positive Ausrichtung geht, dass eine neue Welt entsteht, weil jetzt so viel Veränderung angestoßen und möglich wird, dass wir hoffnungsvoll dahin gucken können. Also, wie hast du das gemacht? Wie hast du das gemacht, dieses Vertrauen immer wieder zu finden? Also während des ersten Lockdowns, ich bin ja freiberuflich unterwegs auch, da habe ich Akquise gemacht und dann kam Corona. So, und dann dachte ich nur so, jetzt ehrlich, die ganze Weltwirtschaft ist betroffen, das passt mir gerade überhaupt nicht. Und dann habe ich auch erstmal gesagt, jetzt ist eh nichts los und habe das allererste Mal in meinem Leben gesagt und jetzt so, wie ich es will. So, das allererste Mal in meinem Leben habe ich nur auf mich Rücksicht genommen und habe tagsüber gemacht, was ich wollte, also dann, wenn ich es konnte. Und es war mir egal, was mein Partner denkt, was mein Kater denkt, was meine Nachbarn denken, was meine Eltern denken. Das erste Mal dachte ich so, es ist mir egal, ich mache jetzt das, was ich möchte. Ich bin in den Wald gegangen, ich habe meditiert, also kommen wir zu dem Punkt, meditiert im Wald oder auch allein im Raum, wobei ich leben zu viele Parteien im Haus, ich spüre die ja alle, idealerweise gehe ich hier raus, dahin, wo ich im weit und breit der einzige Mensch bin. Also da muss ich noch ein bisschen üben. Und daher bin ich viel in den Wald gegangen und meditiert, in die Ruhe gekommen, auch das eine oder andere Glas Wein mal ganz bewusst genossen, habe ich auch gesagt. Ich habe noch nie eine Woche am Stück Wein getrunken. Ich probiere das jetzt mal aus. Ja, habe ich ganz bewusst so gesagt, ne? Und dann auch gemacht. Klar, hochsensible und Wein, ne? Da trinke ich 2-3 Gläser und habe es dann auch gelassen, weil ich gemerkt habe, ich konnte auch kein Yoga mehr machen, weil das ja auch auf die Muskeln geht. Und wie gesagt, die Erfahrungen mit dem in die Ruhe kommen und das Fokussieren auf meine Hellsinnigkeit, Hellfühligkeit, Hellsichtigkeit auch ein Stück weit, wobei bei mir ist es eben die Hellfühligkeit und dem dann einfach also zu folgen, dem, was ich da wahrnehme. Die Krux ist eben, der Kopf versteht es nicht. Und ich habe es dennoch gemacht und habe dadurch so gute, Sachen für mich erarbeiten können, dadurch, dass ich auf mein, nicht Bauchgefühl, sondern einfach auf meine Wahrnehmung gehört habe. Und so bin ich dann auch in dieses Urvertrauen gekommen, weil sich dadurch diese vielen Erfolge eingeschlichen haben. Ach, schön. Ich habe auf mich gehört, ich habe
gemacht, was ich wahrgenommen habe. Es sind Kleinigkeiten, sowas wie, oh, heute fühlt es sich an, als ob ich nur Grünzeug essen sollte. Also habe ich es gemacht und der Körper hat sich danach super gefühlt. Oder auch, dass ich mal gesagt habe, und heute esse ich mal Fleisch. Also ich esse ja manchmal noch Fleisch, sich der Körper dann auch gut angefühlt hat. So von der Nahrung bis hin zum, oh, heute mache ich mal dies, heute mache ich das. Abends, morgens, ich meine, jeder hat ja auch seine Verpflichtung. Aber der Punkt ist, ich habe auf mich gehört und dadurch kamen die kleinen Erfolge. Ich muss aber auch oft, ich muss auch offen sagen und dafür schäme ich mich überhaupt nicht, sondern im Gegenteil, ich fordere jeden auch auf, in seinem eigenen Rahmen auch zu weinen. Ich weiß noch, wann war das im März oder, nee, das war April, da war ein Tag, ich habe da einfach geweint. Und danach war ich so frei, ich habe den Rest des Jahres nicht mehr so geweint. Also alles gut. Da musste einfach etwas raus in dem Moment und mein Kater guckte mich schon komisch an, mein Partner dachte auch nur, na gut, Frau eben, ich kenne sie ja jetzt auch schon seit ein paar Jahren. Das ist dann ja auch einfach, weinen war für mich an dem Tag ein Zeichen der Stärke. Ja. Weil du darfst das auch mal. Absolut. Wir haben beides. Und dadurch, dass ich auf mich gehört habe und immer mehr auf mich höre, kam die kleine Erfolge und dann vertraust du dem auch. Der Punkt ist halt, mein Verstand kann das alles nicht erklären. Ich würde es ja gerne alles erklären können, aber... Ja, das heißt, du hast wirklich auf dich gehört, du warst bereit zu fühlen und nicht das Gefühl, wie so oft zur Seite zu schieben. Du hast dich dem hingegeben, das ist ganz großartig. Und dieser eine Tipp, den du auch vorhin quasi noch so ein bisschen nebenbei gesagt hattest, finde ich auch sehr wertvoll, zu sagen bei den Nachrichten, ich oder jeder entscheidet für sich, was kann ich jetzt noch vertragen? Und ich spüre ganz genau, oder wie du das geschildert hast, du hast ganz genau gespürt, jetzt wird zu viel und jetzt will ich auch nicht mehr. Und das war bei mir auch am Anfang, schon seit 20 Jahren kein Fernseher mehr und auch verfolge die Nachrichten auch schon lange Zeit, so gut wie gar nicht mehr. Und dann habe ich natürlich in diesem Frühjahr aufgrund der Ereignisse auch wieder so ein bisschen angefangen und auch alternativ so beide Seiten und irgendwann gemerkt, nee, ich spüre, dass es am wichtigsten ist, dass ich in meiner Ruhe bleibe, dass ich, wie du das so schön beschreibst, immer wieder das Vertrauen finden kann, weil das im Außen verwirrt mich und das schaffe ich zum Beispiel auch nicht immer so von mir dann fernzuhalten, dass es mich nicht beeinflusst. Also sorge ich für mich und mache da sehr viel Nachrichtendiät oder wie das heißt. Ja. Bewusstes Konsumieren. Bewusstes Konsumieren, genau. Und ich glaube, das ist die Quintessenz auch aus allem, was du erzählst. Wir wissen eigentlich schon lange, dass wir, gerade wir, gut auf uns achten müssen, gut in uns hineinhorchen müssen. Und jetzt nochmal umso mehr. Und als Ergänzung, was ich auch gemerkt habe, nicht nur einmal die Woche, okay, ich mache jetzt was Gutes für mich, ob es jetzt ein Spaziergang ist oder ein schönes Bad, einmal unter die Dusche oder ein neues Paar Wollsocken kaufen, was auch immer, sondern regelmäßig. Das ist mir jetzt, also die letzten 3 Wochen aufgefallen, dass ich da teilweise aus diesem Trott des gut mit sich Umgehens raus war. Und die Folgen, die waren ja dramatisch dann. Also von jetzt auf gleich, da war nur ein Tag dazwischen. Und da dann erstmal wieder reinzukommen in diesen Zustand der ansatzweisen Balance, das ist ja übrigens gerade etwas, woran ich arbeite. Denn das ist noch gar nicht so lange her, das war letzte Woche. Und da dann auch wieder reinzukommen in diesen Einklang mit sich selber, das dauert dann ja auch wieder. Guckst 3 Tage Nachrichten und dann bist du völlig raus und musst wieder zu dir kommen. Ja. Oh, liebe Victoria, das ist so wertvoll, was du hier mit uns teilst. Vielen, vielen Dank für deine Offenheit. Ich hoffe, jemand inspiriert ist, jemand fühlt sich verstanden oder möchte noch was ergänzen, dann haut es bei Stefanie in die Kommentare. Genau. Ja. Und dann werden wir das weiterleiten. Und ich werde auf jeden Fall auch deinen YouTube-Kanal hier verlinken, dass die Menschen auch Kontakt direkt zu dir aufnehmen können, was du dort schon reingestellt hast. Sehr inspirierend auch. Und danke ich dir sehr für deine Zeit. Kami, danke, dass du uns Hochsensiblen eine Stimme gibst und so viele wertvolle Interviews führst. Ach, gerne. Dankeschön. Ciao. Bis dann, ciao.
Wie ist es dir bei diesem Interview ergangen? Hast du dich wiedergefunden, verstanden gefühlt? Sind dir noch andere Aspekte aufgefallen? Wir freuen uns über deine Kommentare, auch über deine Tipps, wie du in diesen verrückten, völlig neuen Zeiten gut für dich sorgst und was du herausgefunden hast, was dir hilft, was dich unterstützt mit den Herausforderungen, mit unseren großen Wahrnehmungen zum Beispiel umzugehen. Ich fand es besonders hilfreich auch, dass Victoria nochmal darauf hingewiesen hat, wirklich jeden Tag auch so nach innen zu horchen. Auch wenn wir wieder uns mehr und mehr in den Alltag hineinbewegen sollten und wieder das normale Leben einen größeren Raum einnimmt, das nicht zu vergessen, wirklich auch jeden Tag mich innerlich zu fragen, was brauche ich gerade? Was würde mir jetzt gerade heute gut tun? Was unterstützt mich? Und bei mir ist es in letzter Zeit ganz besonders auch dieser Fokus, den ich bewusst immer wieder lege auf das, was alles besser werden kann und was ich auch dazu beitragen kann. Also was nähere ich mit meinem Geist und mit meinen Gedanken? Nähere ich die ganzen herausfordernden Nachrichten, die mich ereilen, bleibe ich daran haften oder denke ich auch jeden Tag wieder mal bewusst darüber nach, wie ich es gerne hätte, wie ich mir ein Leben mit uns allen gemeinsam auf der Erde vorstelle, mit Zuständen, die einfach schöner sind für uns alle, wo wir uns dem Paradies immer weiter annähern und was ist mein Part da drin? Was möchte ich gern dazu beitragen? Im Sinne der Podcast-Folge davor, im Interview mit der Jutta Böttcher, die von dem Paradiesgehen gesprochen hat und wo sie es eben auch so beschreibt, dass wir als feinsinnige Menschen viel dazu beitragen können, der Gesellschaft auch zu zeigen, was alles besser möglich wäre und zu Changemakern werden können. Und damit können wir in die Selbstwirksamkeit kommen und das ist einfach ein sehr erfüllendes Gefühl, gibt uns Kraft. Wenn wir in kleinen Schritten Stück für Stück beginnen und in vielen Dingen einfach schon besser handeln, zum Beispiel Müll aufheben, der auf der Straße liegt, freundlich zu sein oder wenn ich selber schlechte Laune habe, dann auch niemanden anders dafür verantwortlich zu machen. Und da hat jeder von uns einen ganz besonderen Part, also das, was dir jetzt ganz besonders am Herzen liegt, was dir als erstes einfällt, wo du glaubst, das ist jetzt wichtig, damit unsere Welt für uns alle schöner sein kann. Dann verschieben wir den Fokus Stück für Stück mehr von unseren Schwierigkeiten, Problemen, die wir haben, zu dem, was wir an Potenzial mitbringen. Und in diesem Sinne wünsche ich dir einen schönen Tag in Hoffnung, in Vertrauen und danke dir sehr fürs Zuhören bis zum Schluss. Alles Liebe für dich. Bis zum nächsten Mal. Ciao.